So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Metal Blob Solid. Ich werde jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern wir fangen einfach mal an mit einer Runde Flooded Tunnels. Die wollte ich zwar das letzte Mal nicht machen, aber tja, man kann nicht immer haben, was man will, ne? So, wir legen einfach los. Und sehen schon hier. Ah, Pfeile. Flatsch. So. Da hinten gibt es Mias, aber die sind alle in Türen versperrt. Da habe ich keinen Zugang. Sauerstoff. Hier gibt es eine Brücke. Ah, dann nehmen wir auf einmal ein paar Boni mit. Ha! Zwei Mias. Ein Cog required. Was auch immer ein Cog ist. Das geht, aber vorher will ich noch ein bisschen Sauerstoff tanken. Verdammt. Das war auch verdammt, wenn ich da noch gar nicht hin wollte. So, bevor wir da ins Wasser gehen. Perfekt. Schon gleich einen Cherry bekommen. Hui. Das war mutig. Autsch. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah ja, jetzt ist es eh vorbei. So. Wieder lustige Hüpferei. Wer mich schon mal hat hüpfen sehen, der wird jetzt gleich der wird sich daran erinnert fühlen, dass das bei mir ziemlich fatal enden kann. Zum Beispiel so. Ach ja. Was tut mir nicht alles, wenn einem langweilig ist, ne? Fällt mir einfach ein paar Schluchten runter. Oh, da kommt auch keine mehr hoch. Ach ja, jetzt ist er gut. Ah, okay. Ich darf einfach nicht auf diesen Felsen hüpfen. Sondern einfach da runter. So. Genau. Wieder die lange Welle. Das ist eigentlich ziemlich bescheuert, da will ich nicht lang. Das kann hier nur wehtun. So. Was auch immer ich da jetzt eingesammelt habe. Ich wollte nach oben. Ui. Das sieht ja mal interessant aus. Da muss ich offensichtlich irgendwann mal raus. Ja, natürlich, ich kann mich erinnern. Ah, Mia. So, da lang schwimmen sollte ich auf keinen Fall. Ich habe Krusty gerettet. Und einen Checkpoint erreicht. Ich kann noch ein bisschen Gesundheit vertragen, ey.
Schon wieder ein Ancient Car. Wieso tragen die eigentlich alle keine Cherries bei sich? Wenn es mir wieder gesundheitlich gut geht, dann haben die wieder Cherries bis zum Abwinken. Ich weiß es doch ganz genau. So. Dann gucke ich doch mal auf die Karte. Da kann ich da runter und darüber. Oder ich kann von da nach da runter und darüber. Das erachte ich eigentlich als relativ riskant. Das andere als weniger riskant. Genau. Das ist kaum riskant gewesen. Wo der hingeht. Sehr schön. Frage, wie viele brauche ich noch? Nochmal 8. Gut. Autsch. Das war so nicht geplant. So natürlich auch nicht. Und so schon gar nicht. Oh je, ich brauche ganz dringend Gesundheit. Komm, bitte. Das ist mir zu riskant. Oh, wo geht's denn nach hinten hin? Ins Unbekannte. Das riskiere ich nicht. Nicht mit einer Gesundheit, weil sonst habe ich noch ein Continue weniger und dann ist wirklich Ende Gelände langsam. So, dieser Schalter da oben müsste den Ding einfach wieder zurücksetzen, richtig? Richtig. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wo es darüber geht. Ah, da unten ist was. Nee. Weil da komme ich nicht mehr raus. Dann müsste ich den ganzen Spaß zurückschwimmen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir beamen uns einfach da hoch. Und haben noch einen Mia gerettet. Und können doch mal gucken, wo wir dann sind. Okay. Da drüben und da drüben. Hüpfe ich doch mal
dahin. Ich hüpfe dann auf diesen Lift. Ah, der geht sogar ganz runter. Beeindruckend. So. Gut. War da noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. So, Dele. Ja. Das ist wieder so eine klassische Stelle, an der man auf jeden Fall Granaten braucht. So. Bringt mich das weiter? Vermutlich nicht. Ich bin jetzt selber gerade ein bisschen planlos. Wie viel Mias brauche ich denn noch? 6. Ich glaube, das ist sogar ziemlich hoffnungslos jetzt hier. Wobei ich einen bronzenen Schlüssel habe. Ich brauche noch 5 Mias. Habe ich nochmal einen bronzenen Schlüssel? Ja. Ich brauche noch 4 Mias. Da oben sind 2. 3. Da unten sind auch Mias. Stimmt es? Ja, da unten sind auch 2 Mias. Das heißt, ich könnte noch einen... Ja, komm, hier runter. Hier runter. Hopp, 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 hopp. Und hab ja Cherries dabei. Na komm, komm. Feigling. Kommst du her? Und natürlich keine Cherries, so eine Note. Ach, ganz dringend Cherries. So. Es könnte jetzt ja natürlich sein, dass mir dieser Lift hier weiterhilft. Bitte, 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 bitte. Denn ich brauche noch ganz dringend... Ich trage gerade nichts mit mir rum. Ich brauche ganz dringend noch 2... Das war mäßig. Wo geht's hier weiter? Ja, das würde mir hier wahrscheinlich eine Brücke geben. Das kann natürlich sein, dass ich die Ancient die ich da gefunden habe. Ich muss nachgucken, was Kork heißt. Die Ancient Korks, die ich da gefunden habe. Genau hierfür brauche. Da. Eine Cherry. Wunderbar. Komm, das machen wir jetzt noch 17 Mal und dann haben wir vielleicht hier... Nein! Ich befürchte, ich hätte diese Karte nicht anspielen sollen.
und muss jetzt wirklich abbrechen. Weil ich einfach nicht weiterkomme. Wenn ich jetzt da unten lang schwimme, also ich kann euch ja mal erklären, was der Plan ist. Wenn ich darüber schwimme, ertrinke ich. Sprich. Also wenn ich volle Gesundheit hätte, wäre das ja kein Thema. Ja, ja, ja. Wo? Na, komm her. Nirgends. Wenn ich volle Gesundheit hätte, wäre das ja kein Thema, aber so gehe ich garantiert drauf. Deswegen lasse ich das jetzt und jetzt werde ich etwas benutzen, was ich bisher noch nie benutzt habe. Ein Escape from Stage. Ich komme in diese Karte nicht weiter, also verlasse ich sie einfach. Das heißt natürlich, dass ich jetzt alle meine Achievements, die ich in dieser Karte erreicht habe, wieder verliere. Plus alle Items, plus... Ich bin allerdings trotzdem der Meinung, dass ich diese Karte weiterspielen muss. Ich habe mal den Ancient Tomb angespielt. Also, die uralte oder antike Begräbnisstätte. Aber da geht's auch nicht wirklich weiter. Deswegen werde ich jetzt erstmal ganz in Ruhe mich verabschieden.